alles, was du fühlst. Du schaffst das schon. Schalt mich ein, schalt mich aus und hol alles aus mir raus. Du schaffst das schon. Wie eine Königin. Hey, hey, hey. Über mich bestimmt. Hey, hey, hey. So regierst du mein Herz und auch meinen Schmerz. Du schaffst das schon. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich wieder was mit meiner Stute Nina. Wir gehen zum Platz reiten und zur Belohnung gehen wir noch ein wenig ins Gelände. Viel Spaß beim Zugucken. Hallo Cindy. Oha, wie tief flog er. Der Grund, weshalb ich die Fliegenmaske gegen eine Fliegenmütze austausche, ist der Grund, dass wenn sie schwitzt, nicht die Maske ihr dann ins Auge sticht und jeder weiß, wie ungut es tut, wenn der Schweiß im Auge geht. Und deshalb tausche ich das ein gegen eine Fliegenmütze. Ja. Zu einer kleineren Auflockerung habe ich sie longiert und im Anschluss habe ich sie dann an unserer selbst beigebrachten Lektion weitergearbeitet, was sie sehr brav macht. Es ist der Anfang des Piaffieren. Ich weiß, man fängt eigentlich klein an mit den ganzen Bodenarbeiten und Lektionen und Tricks, aber ich finde, es ist jedem selber überlassen, wie und was man macht. Ja. Hier könnt ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt sehen, wie wir das Ganze üben oder erarbeiten. Ja, dann bin ich auch schon aufgestiegen und hab sie dann locker etwas dressurmäßig geritten. Thank you.
da es heute echt heiß ist und der Platz recht staubtrocken ist, haben wir das mit dem Galopp ausgelassen und außerdem war in dem Moment der Platz etwas zu klein. Stattdessen sind wir dann ins Gelände gegangen und haben dort unsere kleinen Galoppbahnen geübt. Der größte Fail des Tages war nicht vorhin, sondern er kommt jetzt. Ein wunderschönes Gewitter, in dem wir reinrittern. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt eine Szene einblenden, wie schön unser Gewitter war. Ach du heilige Scheiße!